Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und heute habe ich für euch einen Haul, einen Las Vegas Haul. Ich möchte euch zeigen, was ich mir in Vegas so gekauft und gegönnt habe. Das Ding ist, ich wollte einfach mal nicht sparen. Ich bin eigentlich so eine Person, die immer spart. Sparen, sparen, sparen. Und ja, in letzter Zeit eher wieder nicht so, ne? Aber in Las Vegas dachte ich mir, okay, haust du die Sau raus. Was ich dann letztendlich irgendwie nicht getan habe, wenn ich mir das hier so angucke. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. Und ich starte einfach jetzt mit so Basic Shit. Ich habe mir selbst eine Postkarte gekauft, fand ich cool. So als Erinnerung einfach eine Postkarte von Las Vegas. Dann habe ich mir hier noch so einen Las Vegas Anhänger geholt. Ich hole mir irgendwie immer so Schlüsselanhänger, wenn ich irgendwo bin. Platz an meinem Schlüssel habe ich nicht mehr, aber dann geht's weiter mit, I don't know, ob man das kaufen nennen kann. Aber wir waren ja auf der Christina Aguilera Experience Show und da gab es das Getränk in so einem Becher, den ich mir dann auch mitgenommen habe, weil schließlich habe ich dafür bezahlt. Ich weiß nicht, war da irgendwie Pfand drauf oder nicht. Fand ich aber allgemein irgendwie cool, so als Erinnerung. Ich habe jetzt ein Parfüm und Ketten drin und Plugs. Und ich finde es irgendwie auch cool, dass es sieht so aus, als wäre da irgendwie noch so, ja, als wäre das hier drin so nass, ne? Aber ist das nicht nass, dude? Ja, dann haben wir noch ein Outlet besucht und ja, ich wollte da eigentlich ganz viel kaufen, aber irgendwie habe ich nichts gekauft. Ich dachte mir so, ich habe ein paar Sachen im Hinterkopf behalten, wo ich mir dachte, okay, ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was auch schon wieder so mega dumm von mir war. Ich hätte einfach kaufen sollen. Aber ja, ich meinte dann so, können ja die einen anderen Tag nochmal hergucken, was wir dann nicht gemacht haben. Aber ich bin fündig geworden an Schuhen. Ich habe mir zwei Paar Schuhe gekauft. Und zwar einmal welche von Puma. Und das sind diese hier. Die trage ich aktuell auch ab und zu. Deswegen sehen die gerade nicht so ganz fresh aus. Aber ich kann euch eins sagen. Für das, ich finde, die haben nicht diese extreme Form hier so nach hinten oben. Also die sind schon so ein bisschen gebogen. Also dass sie diese Gesundheitssohle haben. Nennt man das so? I don't know. Ich kenne mich null aus mit Schuhen. Aber ich kann euch eins sagen. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen bequemen Schuh getragen wie den hier. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist hier dieses Puma-Logo hier hinten. Mir gefällt es einfach allgemein, das Logo nicht. Aber ich fand trotzdem hier die Aufmache schön. Auch, dass hier so Puma steht, hier auch noch. Und es hat alles eher so Gummizug-mäßig. Ich glaube, deswegen passt er sich auch so mega gut der Fußform an. Ich glaube, der hier hat $30 gekostet. Was mich ein bisschen verwirrt hat allgemein in Las Vegas, war die Hinsicht, dass nirgendwo irgendwie so Mehrwertsteuer dabei war und die dann letztendlich zum Schluss an der Kasse noch dazugekommen ist. Manchmal stand ich so im Laden, habe so den Kopf überschlagen, was ich zahlen muss und plötzlich kamen so 10, $20 mehr dazu, wo ich mir dachte so, bitch, please. Dann war ich noch im Van Store Shop, I don't know, und ich wollte einfach mal Vans haben. Ich hatte damals diese Standard Vans. Ich habe keine Schuhnamen, ne? Wo man halt einfach auch so reingeschlüpft ist und die waren komplett kariert. Solche habe ich eigentlich gesucht, aber dann habe ich die hier gefunden und ich fand die hier auch mega nice. Ich glaube, die haben $40 gekostet, bin mir auch nicht mehr ganz so sicher. Das hier ist so ein bisschen, keine Ahnung, nicht richtig rein weiß, sondern so ein bisschen ins Gelb-Beige noch mit rein. Aber finde ich mega nice, weil sich da die Schuhbänder und hier allgemein einfach die Sohle hier unten alles so ein bisschen noch mit abhebt. Und ich weiß nur noch nicht, wann ich die tragen werde. Ich habe sie schon getragen, das schon einmal auf einer Lady Gaga Show, wo ich fast gestorben wäre. Ich hatte schon lange keinen so flachen Schuh mehr an, eigentlich immer solche, ne? Deswegen, kill me please, dachte ich mir. Dann war ich in heaven. Einfach heavy. Da drüben gibt es einen fucking kompletten Funko Pop Store mit Tausenden. Also waren locker Tausende von Funko Pops. Und ich bin rein, weil ich Tina Belcher haben wollte. Einfach so mal gucken. Vielleicht haben die welche, die es hier in Deutschland oder so allgemein eher selten gibt. Hatten die auch, aber die gute hätte $60 gekostet. Wo ich mir einfach nur dachte, so, bitch, no, no. Aber ich habe Linda!
Ich habe mir dann noch Linda Belcher geholt, die hatte ich auch noch nicht und die war da drüben mega günstig. Und ja, die hat mir noch gefehlt, deswegen dachte ich mir, okay, nehme ich einfach die Mutter mal mit. Tina habe ich ja schon. Genau, das hier ist Linda Belcher. Dann habe ich erfahren, dass ein neuer Toy Story Film kommen wird und meine Kindheit war irgendwie so Toy Story irgendwie auch geprägt und ich bin auch immer noch mega Fan von Toy Story. Ich habe mir damals in Paris diese Woody Puppe auch geholt und Jessie auch und ich konnte nicht widerstehen. Ich fand den so geil hier, ne? Also könnt ihr mir bitte mal sagen, wie geil das hier ist? Wo, I don't know, die damit aufgewachsen sind oder die Filme kennen, ich glaube, die fühlen das gerade dasselbe wie ich. Und dann dachte ich mir so, okay, eine Figur von einer Reihe ist immer ein bisschen doof. Deswegen habe ich mir Buzz auch hier noch geholt, der war auch mega günstig. Ich glaube, der hat sogar unter 10 Dollar gekostet. Genau, habe ich den noch hier gekauft. Dann war ich noch bei Hot Topic, weil ich für eine Freundin noch ein Geburtstagsgeschenk gebraucht habe und plötzlich stand die hier noch da und dann dachte ich mir, okay, du kannst auch noch mitkommen. Nur das Problem, dass hier das mega Problem kennt, die will nicht stehen. Ich packe jetzt, weil hier ist ja immer noch so ein Aufsatzteil dabei. Da muss ich immer was noch so unter ihre Füße packen, dass sie stehen bleibt. So, da wir jetzt bei Hot Topic sind, bleiben wir kurz bei Hot Topic. Ich würde nur kurz sagen, wieso gibt es diesen Laden hier nicht in Deutschland? Kann mir das jemand erklären? Oder kann jemand von euch einfach ein Hot Topic aufmachen? Würde mir echt viel bedeuten, du. Jedenfalls waren wir bei Hot Topic und ich denke mir oftmals, wenn ich auf Instagram so gucke oder allgemein so Leuten, denen ich folge, die so Amerika sind, ne? Frage ich mich immer, woher kriegen die krasse Bandshirts einfach her? Antwort Hot Topic. Ich habe mir hierzu einen dieses Lady Gaga Shirt geholt, fand ich mega nice, so The Fame Era und da hat irgendwie alles begonnen und ja, ich mag es voll gerne, vor allem eigentlich ist es in der Hinsicht auch ein schlichtes Bandshirt, nenne ich es jetzt einfach mal. Dann habe ich auch noch eins von Lil Peep geholt, das gehört natürlich Verena, die Sachen, die ich für sie mitgenommen habe, fast alle von Hot Topic, aber die hat sie schon zu Hause. Dann müsst ihr schreiben so, hey, was hast du von Max bekommen aus Las Vegas? Kannst du das mal im Vlog zeigen, bitte, please? Genau, und ich glaube, jetzt drehen alle durch, so gefühlt, denke ich mal. Ich muss das jetzt kurz so ein bisschen, weil ich glaube, ich bin voll fertig gemacht, deswegen voll gedisst. Ich mag Billie Eilish. Also ich finde die schon ganz gut, ich bin jetzt nicht so hyper krasser Fan, ich gönne mir mal ein Lied von ihr gerne. Und dann habe ich halt dieses Shirt hier noch geholt, das hier ist doch mega krass, oder? Also mehr als fucking crazy und krass, oder? Vor allem, ich finde die Qualität auch so heavy. Oh mein Gott, ich glaube, hier für dieses Shirt würden welche töten. Fahrt nach Amerika, Hot Topic, da gibt's das hier, 20 Dollar, voll in Ordnung eigentlich. Dann war ich noch bei Forever 21, ich habe mir nochmal ein Lady Gaga Shirt gefunden, so ein The Fame Shirt und habe es nicht gleich gekauft, erst 2 Tage später, wollte ich es kaufen, hatten die das irgendwie nicht mehr, die meinten sie vielleicht ja da noch oder da, da waren die echt nicht so hilfsbereit. Hab's leider nicht gefunden. Ich hab's zwar eigentlich eh zu Hause, aber ich dachte mir so, okay, nochmal eins, so Ärmel abschneiden, geil, ne? Weil ich habe das Tour-Shirt und das will ich irgendwie nicht unbedingt zerschneiden. Ich war ja auch auf The Fame Ball, müsst ihr wissen. Aber dann habe ich mir hier dieses SpongeBob-Shirt gefunden und ich finde das mega geil. Also richtig mega geil, weil da eigentlich so wirklich die wichtigsten Charaktere drauf sind. Mega nice einfach, ne? Ich glaube, das hat auch um die 20 Dollar gekostet. Dann kommen wir zum Ende hin, weshalb ich eigentlich in Las Vegas war. Und zwar wegen Lady Gaga, der Enigma Show. Ich finde es cool, dass man, wenn man da Merch kauft, eine Tasche dazu bekommt, wo halt einfach so Lady Gaga Enigma Las Vegas draufsteht. Finde ich echt nice. Genau, da habe ich mir einfach dieses stinknormale Tour-Shirt geholt von ihr mit diesen ja, Enigma-Logos. Ein bisschen zerknittert habe ich vorhin getragen. Sorry for that. Ja, finde ich mega nice, vor allem, dass das hier auch so mega groß drauf ist. Qualität ist auch gut. Und hinten steht einfach nur Lady Gaga Las Vegas Enigma drauf. Ja, hätte man auch sparen können irgendwie. Aber ich finde es mega, mega, mega krass. Vor allem, ich habe eigentlich schon immer im Internet wegen so einem Shirt geguckt. Und gibt's auch, aber da ist das Bild nicht so groß drauf. Zumindest auf dem Anzeigebild. Das war's eigentlich mit den Sachen. Sollte ich was vergessen haben?
Sorry about that. Ja, Freunde, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Sachen findet, beziehungsweise was euer Lieblingsteil davon ist und welches ihr euch davon auch gekauft hättet. Ich würde da mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Zum Schluss markiere ich euch meine zwei letzten Videos. Außerdem findet ihr dort den Abonnier-Button. Schaltet gerne die Glocke ein, dann verpasst ihr das hier nie wieder. Ich würde dann sagen, haut rein, bis sehr bald, was weiß ich, haut rein, ciao und servus.